Kalkstein wird in Deutschland meist in großen Tagebaubetrieben abgebaut. Die Kalksteingewinnung und die Kalkherstellung vollziehen sich dabei in folgenden Schritten. Um das Material von den massiven Wänden zu lösen, werden Sprengungen durchgeführt. Dazu werden zunächst Sprenglöcher in das Gestein gebohrt, in das später der Sprengstoff eingefügt wird. Gleichzeitig werden Proben aus den Bohrlöchern entnommen und im Labor untersucht. Hier wird festgestellt, von welcher Qualität der Kalkstein und wie hoch der Anteil anderer Stoffe wie Schwefel oder Kieselsäure ist. Denn die Gesteinsvorkommen in dem zu sprengenden Bereich sind nicht immer gleich. Daher mischt man die abgesprengten Gesteine, um eine gleichbleibende Qualität für die Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Nun wird der Sprengstoff in die Bohrlöcher eingefüllt und die Zündkapseln werden installiert. Noch ein letzter prüfender Blick des Sprengmeisters, dann ist alles bereit. Die Mitarbeiter verlassen den Gefahrenbereich und der Sprengmeister begibt sich in einen Schutzstand. Durch einen zweifachen Hubton wird signalisiert: Achtung, Sprengung! Die Ladungen in den Sprenglöchern werden im Abstand von wenigen Millisekunden gezündet. Dadurch werden Erschütterungen in der Umgebung minimiert. Auch kann dadurch die Größe der abgesprengten Gesteinsblöcke beeinflusst werden. Das gesprengte Gestein, das sogenannte Haufwerk, wird von schweren Radladern aufgenommen und von riesigen Lastern, den Schwerkraftwagen, abtransportiert. Ein großer Radlader kann mit seiner Schaufel rund 5 Kubikmeter Steine aufnehmen. Das entspricht einem Gewicht von gut 10 Tonnen oder mehr als 6 Mittelklassewagen. Das Gestein wird nun zur Brecheranlage transportiert. In der Brecheranlage wird das Haufwerk nach Größen sortiert, gewaschen und nach Korngrößen klassiert. Im Leitstand haben die Mitarbeiter alle Vorgänge genau im Blick.